Liebe Katharina, ich freue mich total, dass wir hier spontan so ein spontanes Kurzinterview machen können. Heute, wo du jetzt hier bist, um deine Living Earth-Plattform vorzustellen. Und irgendwie passt das super gut zusammen, weil ich seit ein paar Jahren mit der Frage gehe, wie kommen wir in unsere Kraft? Und ich das für mich gehe und auch Menschen begleite in ihre Kraft im Bereich des Coachings. Und deine Living Earth Plattform, eigentlich geht es hier ja fast ums Gleiche, ne? Die Erde in ihre Kraft zu bringen, in ihre Schönheit, in ihr Strahlen, in ihre Präsenzen, auch uns Menschen. Von daher möchte ich auch mit dir gerne dir diese Frage mitgeben, was dir da wichtig ist, was du rausgefunden hast, was du mitteilen möchtest. Wie können wir in unsere Kraft kommen? Ich darf dir übrigens gerade ein Feedback geben, weil ich habe eine Frau gesehen, mit der du Mittag gegessen hast. Und ich habe die Frau gesehen vor dem Mittagessen und ich habe sie nach dem Mittagessen gesehen. Und sie war so, ja, ich war mit ihr und ich glaube, ihr habt euch geschüttelt oder so. Ich habe sie nur kurz gezeigt. Und sie war ganz begeistert und ein Zeichen für mich, dass deine Arbeit gut wirkt. Das ist schön. Danke dir. Ja, wie kommen wir in unsere Kraft? Ich denke mal, es ist wichtig, dass wir erst einmal realisieren, wer wir wirklich sind. Und wenn wir das realisieren würden und alles andere wegfallen lassen wir könnten, dann wären wir voll in unserer Kraft. Wenn wir realisieren würden, dass wir göttliche Wesen sind hier auf dem Planeten Erde, offensichtlich mit einer Mission und offensichtlich in einer richtig spannenden Zeit inkarniert, um diesen Übergang von dem alten Zeitalter, von dem Kali Yuga, von einem Zeitalter, wo wir vergessen gemacht wurden, wer wir sind und wo unser Potenzial unterdrückt wurde auf ganz viele verschiedene Arten und Weisen. Und ich sehe es im Moment ein bisschen so wie ein Spielangebot. Also wir kommen auf die Erde, um, man könnte es ein Spiel nennen, es ist natürlich viel, viel, viel mehr, aber wir hatten das Spielangebot, zu vergessen, wer wir wirklich sind, uns Scheiße zu ernähren, unseren Körper zu schwächen, zu vergessen, wie wir richtig atmen, was für Wasser gut für uns ist. Wir haben unsere Kinder entbunden oder wurden selber bei der Geburt entbunden. Wir haben sie in Schulen geschickt, wo Kinder, die herumlaufen müssen. Und ich habe heute ein Mädchen kennengelernt hier und ich habe sie auch kurz interviewt, die gesagt hat, hey, wir sollen nicht in Schulen sitzen, sondern wir sollen auf Wiesen herumlaufen und wir sollen Dinge bauen, zum Beispiel einen Kaninchenkäfig. Ja, sie hat Kaninchen. Und wenn wir den Kaninchenkäfig bauen, dann lernen wir automatisch Mathematik und dann lernen wir Deutsch, weil wir irgendwo eine Bedienungsanleitung lesen wollen, wo das ganze Leben spielerisch passiert und mit Freude passiert. Das ist eher auch euer Thema, das weiß ich. Mit Freude lernen. Also das wäre etwas zum Beispiel auch, um in die Kraft zu kommen. Und all diese alten Spielangebote, die wir jetzt zu Genüge ausgekostet haben und wo wir jetzt wirklich klar feststellen konnten, bringt uns nicht in unsere Kraft, bringt uns nicht in unsere Kraft. Okay, sogar eben die Geburt, wie unsere Kleidung, die wir tragen, den wenigen Sport, den wir machen. Also all diese Angebote, in der Früh aufzustehen, aufs Handy zu schauen, uns in ein Büro zu setzen, dort irgendwo in einen Computer reinzuschauen und nach Hause zu gehen und das Fernsehen aufzudrehen und komplett zu verschwinden in einer technischen Welt, in einem Metaverse, dass wir jetzt sagen so, okay, danke, war das Spielangebot, ich entscheide mich jetzt neu und ich ziehe mir meine Schuhe aus und ich gehe barfuß auf die Wiese und das könnte ich jetzt gleich machen, hier schon sitzen, weil ich habe den ganzen Tag meine Schuhe angehabt, es ist ein bisschen kühl gewesen. Danke, Aber da ziehen wir beide unsere Schuhe aus. ich nehme wieder Kontakt mit der Wiese auf und ich nehme Kontakt auf mit der Luft, die ich atme und ich schaue, dass ich gesunde Luft atme. Und dazu muss ich auch reingehen in die Natur und quasi nicht raus ins Haus. Ja? Ja. Und ich küsse mit meinen Füßen den Boden und ich verbinde mich mit der Erde. Und das ist etwas, was super stark in die Kraft führt, weil, habe ich jetzt auch erst gelernt wieder, unsere Mikroben, wir bestehen ja aus mehr Mikroben als menschlichen Zellen, die wollen ja auch irgendwie aktiviert werden, damit unser Raumanzug und unsere Schuluniform, unser großartiges Körperwesen wieder in seine Kraft kommt, sich synchronisiert mit der Erde, sich synchronisiert mit den die, die, die Mikroben in unseren Fußsohlen, mit den Mikroben der Erde, dass wir uns bewusst sind, dass wir aus der Erde bestehen, dass wir aus Quellen trinken oder unser Wasser reinigen, renaturieren, dass wir wissen, dass wir Biophotonen, dass wir die Lebensenergie der Sonne brauchen.
und Pflanzen essen, die diese Lebensenergie, diese Biophotonen aufgenommen haben. Alles andere ist, ich meine, vollkommen sinnlos, ja. Und ganz im Gegenteil, stört auch unsere Kraft. Wenn wir wissen, welche Wildkräuter wir essen können, ja. Ich bin mir sicher, wenn wir hier rumgehen oder hier um die Ecke gehen. Hier haben wir Gänseblümchen, hier haben wir einen Klee auch. Ich habe vorhin einen Löwenzahn gesehen, einen Gundermann, eine Vogelmiere. Spitzwegerich zum Beispiel. Wenn wir wissen, dass wir von den Bäumen im Frühjahr die Blätter essen können oder dass wir im Winter Keimlinge, ja, Sonnenblumenkerne zum Beispiel. Ja. Ja, ich tue sie am Abend ins Wasser, in der Früh spüle ich sie ab, weil der Keimling ja ein bisschen Gift entwickelt, damit er nicht gefressen wird. Aber ich esse ihn dann trotzdem in großer Dankbarkeit. Ja, solche Sachen bringen uns körperlich in die Kraft. Und wenn wir auch noch lernen, dass wir unsere Hauptvergiftung in unserem Verstand ist. Ja. Und das detoxen. Ja. Und realisieren, hey, ich bin nicht die Gedanken, die eigentlich mir im Fernsehen vorerzählt wurden oder in den Medien vorerzählt werden, sondern ich kann beginnen, mein Herz zu fragen und zu realisieren, dass ich da ein ganz anderes Wissen, eine ganz andere Weisheit in mir trage, als der Schwachsinn, der mir erzählt wurde und den ich vielleicht 50, 60, 70 Jahre lang geglaubt habe. Ja. Und das ist ja das, was jetzt gerade passiert. So viele Menschen kommen drauf, hey, bin ich nicht, wurde mir erzählt. Ist ein großer Irrtum und ich kann mich neu entscheiden und ich kann lernen, meine Gedanken zu beobachten. Aha, okay, ich denke jetzt das, oh, das fühlt sich irgendwie eher so an. Woher kommt dieser Gedanke? Ist das mein Gedanke aus meiner Göttlichkeit, aus meinem Herzen, aus meiner direkten Verbindung? Oder ist es irgendein Gedanke, den ich in der Kindheit gehört habe, den mir jemand in der Schule erzählt hat, den mir meine Eltern erzählt haben, den mir eine Freundin erzählt hat, die auch vielleicht viele Serien gesehen hat? Oder ja? Ja, wir wissen es ja nicht. Ja, ich fand ein wichtiges Stichwort, wo du gesagt hast, wir können uns immer entscheiden. Und mindestens haben wir immer die Wahl, uns zu entscheiden, wie wir mit einer Situation umgehen, wie wir uns dazu positionieren, ne? wie wir sie spüren, wie wir sie fühlen wollen, welche Gedanken wir uns dazu machen. Und das tut ja uns ja auch maßgeblich beeinflusst. Oh ja, ich kann zum Beispiel, wenn ihr seht ihn jetzt nicht, aber wenn du jetzt auf mich zukommst und sagst, warum hast du bei meinem Ritual die Musik so laut gemacht? Und ich könnte sagen so, oh, erinnert mich, irgendwas in mir geht in Alarmbereitschaft. Mein Vater hat vielleicht so reagiert und ich kann mich dann entscheiden zu sagen so, hey, misch dich hier nicht ein. Oder ich kann sagen so, ah, ich merke gerade, in mir geht etwas entweder in Wut oder es geht in, oh, ich habe was falsch gemacht, Mausi. Personality meldet sich oder die Besserwisserin meldet sich oder irgendein Persönlichkeitsanteil meldet sich und dann kann ich sagen, okay, ich kann mich jetzt neu entscheiden, entweder ich höre auf diese Stimmen oder ich sage einfach, aha, du hast es also empfunden, dass es zu laut war, ich nehme es wahr, pasta, finito. Ja. Und was total spannend ist, weil du das gerade so schön sagst, das passt super zusammen, wo du die Frau vorhin erwähnt hast. Das ist auch eine super Gelegenheit, wo man mit dem Schütteln echt wirklich viel bewegen kann, weil man sich da durch Körperbewegung und unser Körper resoniert auch mit unseren Gedanken. Ne? Also wenn wir uns mental eine gewisse Situation vorstellen, gerade eine, die uns triggert, gehen wir körperlich, werden wir fest und atmen weniger. Wir verändern uns in unserer Haltung, in dem, wie wir uns spüren oder nicht spüren. Und mit dem Shaking, mit dem Schütteln kannst du dich da super rausbewegen und deine Energie, dein System wieder über Bewegung so in eine Lebendigkeit bringen, ich atme und bin lebendig, egal was mich triggert, wie die Umwelt ist oder schön. Sowas. Und das heißt, erzähl mir ein bisschen mehr darüber, wann machst du das oder wann würdest du empfehlen, dass man das macht und wie schaut das aus, ganz praktisch? Ganz praktisch. Mhm. Also ich shake mich mittlerweile wirklich jeden Morgen. Ja. Und immer, wenn ich merke, ich verschwinde. Wenn ich merke, ich bin in irgendeiner Situation und krieg's mit und werde irgendwie fest, starr oder merke so, eigentlich fange ich an, ich spüre meinen Körper nicht mehr, ich fange an zu verschwinden. Ich verschwinde, und das ist ein... Und wenn ich dann eine Gelegenheit habe, dass ich sagen kann, okay, ich kann jetzt irgendwo hingehen oder es hat mich was getriggert oder sowas, wo ich merke, oder ein Konflikt, dann verschwinde ich zu Hause auf dem Balkon und
schüttel mich. Und fängst an. Schüttel mich so. Machst du Musik oder nee, ohne, du fängst einfach an, dich zu schütteln? Ohne, für verschiedene Themen gibt es auch verschiedene Arten, und schüttel mich so lange, bis ich merke, ja, ich bin wieder lebendig, es fließt wieder mein Energiesystem. Und dann merke ich, wenn ich dann wieder zurückgehe, dann ist auch manchmal ein Konflikt wieder weg. Oder ich merke, ja, ich kann ganz anders reagieren wie früher. So. Hast du das Gefühl, es schüttelt auch so alte Traumata aus den Zellen raus? Ja, oder definitiv. Ist es jetzt einfach im Moment schon... Nee, definitiv, wenn du jetzt über längere Zeit schüttelst, sozusagen. Und genau das habe ich vorhin der Dame in kurz vor, so wie dir jetzt hier, einmal kurz demonstriert und gezeigt. Genau. Aber ich fand es nur spannend, wo du das angesprochen hast, weil das jetzt so perfekt... Es hat mich gerade so neugierig gemacht. Ein perfektes Ding ist, wo ich jetzt sagen würde, das ist zurzeit gerade mein Lieblingstool, um mit solchen Situationen umzugehen. Ich habe gerade ein Interview geführt mit einer Frau, die ein, wie nennt sie das, nicht neuronales Schütteln. Sie macht das nicht so, dass sie so, ich mache das, also ja, ich, ja. Für mich ist das auch so automatisch, wenn ich merke, und vor allem in den letzten 3 Jahren habe ich mich sehr viel geschüttelt, aber ohne die Technik zu kennen. Ich habe einfach nur gemerkt, mein Körper will diese Energie nicht halten und ich will sie einfach rausnehmen. Und dann habe ich auch noch geschrien und bin herum. Ich kann das so richtig. Das ist es. Ich liebe es. Die Tiere machen das ganz automatisch. Sie hat nämlich erzählt, sie hat eine Technik gelernt, die sie ihren Klientinnen weitergibt. Und ich habe sie noch nicht ausprobiert, aber ich werde sie jetzt dann ausprobieren, wenn ich wieder zu Hause bin. Ich glaube, sie liegt am Rücken, hat die Beine aufgestellt und hebt das Becken und hat das Becken so lang hochgehoben, bis je nachdem, also wenn man sehr trainiert ist, kann, hat sie gemeint, kann es auch ein bisschen dauern. Mhm. Und dann fangen die Muskeln an zu zittern. Ich glaube, sie legt dann die Beine auseinander. Aber ganz genau weiß ich die Technik nicht. Und sie sagt, das ist auch eine Technik, die so schön ist, um das Alte aus den Zellen rauszuschütteln. Und genauso schütteln wir jetzt, glaube ich, das alte Zeitalter aus unseren Zellen. Ja, definitiv. Und holen uns unsere Lebendigkeit zurück, oder? Ja, genau. Und das ist ja genau das, was du mit Living Earth auch machen möchtest, mit der Plattform, ne? So unterschiedliche Ideen. Genau, ich werde dich jetzt zum Beispiel bitten, dass sie eine Lösung schreibt auf der Living Earth, wo das praktisch erklärt ist. Und wir sammeln alle Lösungen aus allen Lebensbereichen, die helfen, eben die lebendige Erde ganz praktisch zu leben, von veganen Kochrezepten über Bauanleitungen, über, ich hätte eben gerne auch, wie gründe ich jetzt zum Beispiel einen Waldkindergarten oder eine solidarische Landwirtschaft. Dafür werden wir in den nächsten Wochen sorgen, dass diese Lösungen draufkommen. Vorzeigeprojekte und alles. 90% Lösungen. 10% ist okay, dass man sagt, weil manche Menschen sich gar nicht bewusst sind, zum Beispiel wie der Boden zerstört ist. 10% kann man auf eine Herausforderung aufmerksam machen, wenn man eine Lösung einreicht auf der Living Earth. Aber 90% geht es darum, wie machen wir es? Wie machen wir es wieder gut? Und es gibt für alles Lösungen, das ist das Schöne. Und wir haben eben diese Möglichkeit, die Landschaft der Community, wo sich alle Menschen vernetzen können. Und es muss niemand mehr alleine sein. Und wir hatten jetzt gerade ein Event. Und es kommen so viele drauf, hey, wir sind schon so viele. Und auf der Living Earth schaue ich einfach auf der Landkarte, wer ist in meiner Nähe. Und wenn ich auch auf Reisen bin, kann ich schauen, wer ist in meiner Nähe, kann ich sofort kontaktieren, habe eine Chatfunktion, sehen im Profil, wer ist sie, wofür interessiert sie sich, was für Videos hat sie vielleicht schon gemacht, was für Lösungen reingestellt, was für Projekte eingereicht, was für Events eingereicht. Man kann sich zeigen, man kann gefunden werden, man kann sich vernetzen und ganz praktisch ins Handeln zu kommen. Wie du heute zum Beispiel mit dem Schütteln, oder Franz und Angelika sind hier, die vor 1,5 Jahren hier ein Event gemacht haben mit zur Gründung der Living Earth, weil sie Crowdfunder waren, wo Vernetzung passiert. Und sie machen ganz viele Humus-Events zum Beispiel, wo sie gemeinsam mit Menschen kompostieren, Wirbelstromkomposter aufbauen, Komposttrenntoiletten bauen, also ganz, ganz, ganz praktische Geschichten. Ja, und der Anlass, was ist ja fast völlig egal, ne? Also was man letztendlich voneinander lernt oder miteinander macht, ich glaube, das Wichtigste, was du gesagt hast, ist, dass die Menschen nicht mehr alleine sind. Und ich glaube, das ist jetzt seit den letzten Jahren für viele so der größte Schmerz. Und das ist auch ein Ding, in seine Kraft zu kommen, zu merken, ich bin nicht alleine. Ich bin nicht alleine, weil ich hier die Erde habe, den Himmel, die Sonne, die Richtung, die Bäume, Steine, Pflanzen, Tiere, ist ja auch schon mal eins, aber auch zu Jahreszeiten, meine Mikroben. Das Gras unter meinen Füßen.
aber eben auch zu spüren, es hat ganz viele andere Menschen, die mit mir unterwegs sind. Und ich glaube, das ist so auch eine Riesenkraftressource, solche Events, wie du jetzt heute gemacht hast, wo den Menschen wieder auch Kraft schenkt oder sie in ihre Kraft führt, auch einfach, weil sie Kontakte zu anderen Menschen wieder haben und merken, sie sind nicht alleine. Ich habe gerade, weil wir einen Monat des Wassers hatten und mit Basenbädern beschäftigt haben, auch sehr intensiv, und jetzt bin ich immer wieder mal lange in der Basenbadewanne. Und jetzt habe ich mir gedacht, jetzt schaue ich mir mal eine Doku an über 100-Jährige. Also was macht es aus, dass Menschen gesund und vital alt werden? Ich habe erst die erste Folge gesehen, die ist auf Okinawa in Japan. Und dort ist einer der wichtigen Faktoren, der eben einen Unterschied macht zu anderen, dass die Menschen in Gemeinschaft leben. Mm. Moari heißt das, glaube ich. Ikagai war auch etwas Ikagai. Wenn ich mich richtig erinnere, ist, dass wir einen Lebenszweck haben. Dass wir wissen, wozu wir hier sind. Da haben wir heute auch so einen Kreis gemacht, wo es darum geht, was ist dann, Tatjana sagt Superpower. Was ist deine Superpower? Warum bist du hier auf der Erde? Was ist dein Sinn? Und wenn man das entdeckt hat, wow, das setzt Kraft frei. Ja. Wenn man das in Gemeinschaft umsetzt, von Menschen, die auch spüren, was ihre Lebenskraft, ihr Zweck, Daseinszweck ist, oder einfach mithelfen, dann ist diese Verbindung da und dann finden wir unsere neuen Familien, wenn auch unsere alten Familien teilweise speziell jetzt in den letzten 3 Jahren auseinandergebrochen sind, Beziehungen auseinandergebrochen sind, Eltern mit ihren Kindern auseinandergegangen sind, weil eben andere Glaubenssysteme im Verstand aktiviert wurden. Ja. Wenn wir die lassen, ist der Graben sowieso weg. Dann können wir uns gemeinsam treffen. Und wenn wir dann auch beginnen, unser Herz zu aktivieren und wirklich ehrlich miteinander zu sprechen, von Herz zu Herz, uns erlauben, traurig zu sein, wütend zu sein, uns erlauben, auch Fehler zu machen. Und dann plötzlich gehen Herzen auf und man liegt sich in den Armen, obwohl man sich erst seit drei Stunden kennt. Ja. Und weiß, okay, da bin ich jetzt angekommen und mit diesen Menschen kann ich weitergehen. Und dann triggern sie mir etwas, aber sie wissen, dass ich sagen kann, hey, du hast gerade was getriggert in mir, weil eine andere Bewusstheit da ist schon. Ja, das macht ganz viel aus. Ja, dieses Gemeinsame, dieses Miteinander. Gemeinsam kochen, gemeinsam anbauen, gemeinsam neues gemeinsam Waschmittel triggern und gemeinsam triggern, gemeinsam die Trigger auflösen, ne? Gemeinsam brüllen, gemeinsam tanzen. Genau. So, ganz cool. Ich glaube, es ist ein schöner Bogen. Ich würde dir gerne noch die Gelegenheit geben, was dir noch ganz wichtig am Herzen ist oder wo du das Gefühl hast, von deinem Geschmack, das braucht es noch, um das rund zu machen, was du dann im Moment ist mein ganz großer Herzenswunsch, euch alle, die ihr dieses Video seht, einzuladen, auf die Living Earth zu kommen. Euch mal die Living Earth anzuschauen, livingearth.one, durch die Landschaften zu spazieren, auf der Startseite das Video anzuschauen und zu spüren, ob ihr ein Teil davon sein wollt, ein Pionier der lebendigen Erde. Und freue mich über jeden Menschen, der auf die Living Earth kommt. Ich sehe das nämlich immer in einer Vitrine, wer dann neu dazugekommen ist. Ich sehe die Punkte auf der Landkarte und weiß, wow, wir werden so viele. Und parallel zum Zerfall des alten Systems können wir uns einfach treffen und finden und vor allem auch live finden. Das ist das, uns liegt uns am meisten am Herzen. Aber wir nutzen halt die Technik, die da ist, um Wissen auszutauschen, eben damit wir einander finden können, damit wir einander treffen können und miteinander erinnern können, wer wir wirklich sind und in was für einem Wunder wir leben hier und was für ein magisches Universum wir hier beleben dürfen. 100.000-mal spannender als jeder Spielfilm oder als jedes Videogame. Definitiv. Sei dabei und komm an auf der Erde mit all deinem Sein. Perfekt. Besser kann man es, glaube ich, nicht sagen. Ganz lieben Dank, Katharina. Danke dir.
Das ist eine gute. Und dann lässt das Schütteln irgendwann kleiner werden. Ich würde jetzt in die erste Schüttel. Ja, das erste überhaupt erstmal, egal welches, hey, welches Thema du nimmst. Ich, und die stellst du dir jetzt vor und die gehst du rein. Und dann guckst du und gehst auch wirklich schon wieder da rein und beobachtest dich. Du hast es geschafft. 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 Du hast